Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich mache euch mal runter, damit ihr auch was seht. Und zwar habe ich mir was gekauft. Ich habe es ja schon in den letzten... Ich muss aufpassen, nicht, dass ich mir die Pfoten aufschneide. Ich habe es ja schon in den letzten Videos erwähnt, was ich mir gekauft habe. Oh, hier ist er ja offen, naja. Weil das war ein Top-Preis, das kostet normalerweise um die 50 Euro oder über 50 Euro so, ja. Und dann habe ich das gesehen für 28 und danach wurde es nochmal runtergesetzt und da habe ich zu ihr gegriffen. Ich muss jetzt nur den Karton hier irgendwie wegmachen. So, puh. So, und zwar... Ein Ultraschallreinigungsgerät habe ich mir gekauft von Grundig, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Genau, Grundig Ultra Clean für günstige Reinigung. Okay. 50 Watt Power, Brillen, Schmuck. Rasieraufsätze und Besteck. Ja, das werden wir jetzt mal auspacken. Ach, hier ist ohne zugeklebt. Und er kam heute aus Spanien. Ich habe mir gewundert, erst dann kriegt von UPS Madrid. Was kriegt denn aus Madrid? Ich hoffe nur, dass der Stecker kompatibel ist. Sonst flippe ich aus. Ich habe es ja immer beim deutschen Amazon gekauft. Ah, da haben wir doch. Da kommen wir der Sache schon näher. So, und ein befreundeter Dampfer, der Sascha. Der hat mir den Tipp gegeben, ich brauche mir keinen Ultraschall-Reinigungsflüssigkeit kaufen. Das wäre nur Geldschneiderei. Ist Schwachsinn, brauche ich nicht. So, wir haben dann praktisch hier die Bedienungsanleitung, nochmal so ein kleines Heftchen und ja, packen wir auch einfach mal aus. Dann seht ihr, wie das zu euch kommt. So, mit dem passenden Stecker. Jo. Und... Ich muss das auch noch aufmachen, um euch das zu zeigen, weil wir haben hier noch, einmal, das ist der Körbchen, dann können wir das hier so reinlegen, das umklappen, so, und dann haben wir hier noch so ein Ding, das können wir dann hier mit reinstellen und dann können wir dann CDs drauf machen, dass CDs sauber funktionieren, so. Seht ihr das? Kann man das auch so festmachen, dass die sich nicht dreht oder irgendwas dergleichen. So. Aber das brauche ich jetzt so nicht, weil ich will meinen Schmuck reinigen und mein Dampfgerät schaften. Und da mache ich jetzt hier dann einfach Wasser rein und drücke dann auf. Und wir werden das uns, hoppala, wir werden uns das gleich auch mal angucken, wenn ich mir ein bisschen Wasser hole. Wir machen erstmal noch ein Hardware-Video. Wir gucken uns die Hardware nochmal genau an, wie sie verarbeitet ist. Und alle drum und dran, wie die Knöpfe sind oder der Knopf ist. Und ich werde auch schon dann mal Wasser holen und mit einem bisschen Spüli, hat er gesagt, reicht aus. So, dann soll es soweit zum Unboxing auch gewesen sein. Ist wirklich ein kleines, schnuckliges Teil, das kann man schnell mal in eine Schrankwand verstauen oder eine Küche irgendwo hinstellen. Das frisst nicht viel Platz, finde ich sehr toll. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.